Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats November. Die Zeit der langen Nächte ist da. Bereits ab 17 Uhr senkt sich die dunkle Nacht über uns und die Sterne beginnen zu leuchten. Helle Planeten suchen wir abends jedoch vergeblich. Auch Saturn ist nun zu nah an die Sichtlinie zur Sonne gerückt und verschwindet am Südwesthorizont in der Abenddämmerung. Immerhin schmückt der Mond als helles Licht den Abendhimmel. Zu Monatsbeginn leuchtet er als zunehmender Mond im Sternbild Walfisch, wo er auch in den Morgenstunden des 4. November an der Grenze zum Widder als Vollmond die ganze Nacht erhellt. Die letzten Sterne des Sommers sinken abends Richtung Westen und die Herbststerne regieren den Nachthimmel. Das markante Sommerdreieck mit den Sternen Vega in der Leier, Deneb im Schwan und Attair im Adler strebt dem Horizont entgegen. Attair, der südlichste Stern dieses Sternendreiecks, steht kurz vor seinem Untergang, knapp über dem Westpunkt, während hoch über uns das Himmelsweh, die Königin Cassiopeia, thront. Die Milchstraße verknüpft diese Regionen. Vom Sommerdreieck im Westen steigt ihr Lichtband steil hinauf zum Himmelsweh, hoch über unseren Köpfen. Zwischen Himmelsweh und Sommerdreieck finden wir noch eine lichtschwächere Sternenfigur, die wie ein Haus mit einem spitzen Dach erscheint. Es sind die hellsten Sterne des Cepheus. Cassiopeia und Cepheus sind bei uns zirkumpolar, das heißt dem Polarstern so nahe gelegen, dass sie im Laufe einer Erdrotation nicht unter den Nordhorizont sinken. Sie sind deshalb das ganze Jahr über zu sehen, laufen aber jetzt im Spätherbst abends zur Höchstform auf. Charakteristisch für den Herbst ist auch der abendliche Tiefstand des Großen Wagen. Die sieben Wagensterne stehen unter dem Polarstern im Norden. Manches Mal sehen wir sie gar nicht, wenn sie von Häusern oder Bäumen verdeckt werden. Doch am späteren Abend beginnt der Aufstieg des Großen Wagen. Mit den Kastensternen voran, oder besser gesagt, mit dem Kopf voraus, steigt der Große Bär, zu dem der Große Wagen gehört, im Nordosten höher. Am Ende der Nacht steht er dann schon hoch über unseren Köpfen, während Cassiopeia und Cepheus dann tief stehen. Es ist ein fantasievolles, jahrtausendealtes Fernsehprogramm aus dem antiken Griechenland, das wir bei unserem Blick in den Novemberhimmel geboten bekommen. Der Sage nach waren Cepheus und Cassiopeia ein Königspaar und Cassiopeia so eitel, dass sie damit den Zorn des Meeresgottes Poseidon herausforderte, der daraufhin das Meeresungeheuer Ketos aussandte, das die Küsten bedrohte. Um es zu besänftigen, musste Cassiopeia die eigene Tochter Andromeda opfern. An die Felsenküste angekettet liegt nun Prinzessin Andromeda mit weit ausgebreiteten Armen in Erwartung eines schrecklichen Todes. Gleich südlich ihrer Mutter Cassiopeia finden wir sie so am Himmel, genau zwischen dem Himmelsweh und dem auffälligen, halbhoch im Süden stehenden Herbstviereck des Pegasus. Tatsächlich stellt der linke obere, also der nordöstliche Stern des Herbstvierecks, Alpha Andromeda, ihren Kopf dar, von dem mehrere Sternketten ausgehen, die den Körper und die Arme der Prinzessin markieren. Südlich der Sternketten der Andromeda beginnt bereits eine Art himmlischer Ozean, in dem sich allerlei Bewohner des Meeres tummeln. Wir können die recht lichtschwachen Sterne kaum erkennen, die das Tierkreissternbild Fische und noch südlicher, tiefer am Horizont, das herannahende Meeresungeheuer Ketos, das heutige Sternbild Walfisch, markieren. Viel heller leuchten die Sterne des Perseus, des Helden,
der das Meeresungeheuer besiegt. Wir finden sie östlich von Andromeda und dem Himmelsweh in der Milchstraße, als astgabelförmige Sternfigur. Hoch durch die Lüfte kommt er geflogen, rettet die Andromeda und verliebt sich in sie. Ja, wenn sie nicht gestorben sind, dann... Nun, in dieser Sternsage von Perseus und Andromeda erfahren wir viel über die Leidenschaften und Sehnsüchte, die Träume und Albträume unserer Vorfahren. Doch nur mit den Augen der modernen Astronomie erfahren wir etwas über die Sterne selbst und erleben dabei ein noch verblüffenderes Fernsehprogramm. Denn jeder Stern, der am Himmel funkelt, erweist sich dabei als Sonne, als riesige, glühend heiße Gaskugel weit draußen im All. Während das Licht der Sonne nur 8 1/3 Minuten zu uns unterwegs ist, benötigt das Licht der Sterne Jahre oder sogar Jahrhunderte zu uns. Dennoch sind wir mit den Sternen verbunden. Verbunden durch den Faden einer Milliarden Jahre langen Geschichte. Unsere Welt entstand aus den Überresten von Sternen, die es vor unserer Sonne gab. Die Sterne sind unsere Ahnen, die Schmiede der Welten und des Lebens, das aus Sternenstaub geboren wurde. Und all die Sterne am Himmel, einschließlich unserer Sonne, gehören zur Sternenstadt, die wir Milchstraße nennen und die nur abseits der Stadt als Lichtband am Himmel zu sehen ist. Doch unser Blick in den Novembernächten geht noch viel weiter, viel tiefer hinaus. Bei klarer Sicht, abseits störender Lichter der Stadt, können wir fast senkrecht über uns zwischen dem Himmelsweh und dem Herbstviereck im Sternbild Andromeda den neblig wirkenden Lichtfleck unserer Nachbarmilchstraße mit bloßem Auge erkennen, den Andromedanebel. Dieser Lichtfleck ist gewissermaßen eine Nachbarstadt aus über 200 Milliarden Sternen, Staub und Gas. Eine Galaxie in über 2 Millionen Lichtjahren Entfernung von uns. Selbst im Fernglas oder einfachen Fernrohr können wir die vielen Sterne nicht erkennen. Erst seit den 1920er Jahren gelang es mit Riesenfernrohren, sie zu sehen. Eine faszinierende Entdeckung. In unserer eigenen Sternenstadt, der Milchstraße, fallen uns dagegen jetzt ab 22 Uhr viele helle Sterne schon mit bloßem Auge auf. Denn ein Großteil des aus hellen Sternen bestehenden sogenannten Wintersechsecks ist bereits aufgegangen. Hoch im Osten die helle Kapella im Fuhrmann neben dem Perseus. Etwas tiefer steht der rötliche Hauptstern Aldebaran im Stier sowie die Zwillingssterne Castor und Pollux und das Prunkstück des Winters, der wie ein Schmetterling wirkende Orion. Nach 22 Uhr funkelt auch schon Sirius, der hellste Stern des ganzen Himmels, über dem Südosthorizont. In den Stunden nach Mitternacht steigt diese winterliche Sternenpracht rund um Orion immer höher Richtung Süden und mit ihnen die beiden schon mit bloßem Auge sichtbaren Sternhaufen der Plejaden und Hyaden im Sternbild Stier. Nur einen Tag nach Vollmond rückt am Abend des 5.11. unser Erdtrabant im Sternbild Stier immer näher an den roten Stern Aldebaran heran und verdeckt ihn in den frühen Morgenstunden des 6.11. um 4 Uhr für wenige Minuten. Ein spannendes Schauspiel bereits für Beobachter mit einem Fernglas. Am Osthorizont taucht ab etwa 4 Uhr morgens auch der rote Planet Mars auf, der noch recht unscheinbar ist. Viel heller leuchtet Venus, die nun ihre Abschiedsvorstellung als Morgenstern bietet. Sie taucht rund eine Stunde vor Sonnenaufgang am Osthorizont auf. Ab 13. November kommt es zu einem spektakulären Gipfeltreffen der beiden hellsten Planeten Venus und Jupiter. Leider ist dies bei uns nur sehr horizontnah in der hellen Morgendämmerung zu sehen. Das Dreigestirn aus Mars, Venus und Jupiter wird wunderbar ergänzt durch die Mondsichel. Vom 15. bis 17. November
wandert sie von Mars über Jupiter zur Venus. Das sind Morgenstunden für Genießer. Und bis zum 11. November bekommen Frühaufsteher noch eine besondere Morgengabe. Die internationale Raumstation ISS zieht vor Beginn der Morgendämmerung als strahlend heller Lichtpunkt innerhalb von etwa 5 Minuten von West nach Ost hoch über den Himmel. Alle 92 Minuten umrundet sie in rund 400 Kilometer Höhe die Erde. Sofern ihre Bahn sie dabei über Mitteleuropa führt, ist sie mit bloßem Auge gut zu sehen. Allerdings nur, wenn dies nahe der Abend- oder Morgendämmerung geschieht. Sie glänzt dann in hellem Sonnenlicht vor einem dunklen Himmelshintergrund. Die beste ISS-Show findet am 8. November von 6.05 Uhr bis 6.10 Uhr statt. Dabei steigt sie höher als der Mond, der hell am Himmel steht. Erreicht bei uns rund 60 Grad Höhe und leuchtet so hell wie Venus, die am Osthorizont gerade aufgeht. Genaue Zeiten auch für die anderen Tage finden Sie auf der Website des Planetarium Hamburg. Aber damit nicht genug. Mit etwas Wetterglück bekommen wir in den Morgenstunden des 17. und 18. November auch noch ein paar Sternschnuppen der Leoniden zu sehen. Es sind in unserer Erdatmosphäre verglühende Partikel des Kometen Tempel-Tuttle. Mit etwa 70 Kilometer pro Sekunde sind sie außerordentlich schnell und zucken daher nur kurz als verglühende Meteore auf. Nur etwa alle 33 Jahre kommt es aber zu starker Aktivität, wenn unsere Erde mit dem Zentrum der Trümmerwolke des Kometen zusammenstößt. Von Cassiopeia und Cepheus bis zu Mars, Venus, Jupiter und der ISS. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die langen Nächte des Monats November 2017. Mehr zum aktuellen Sternenhimmel und der Sichtbarkeit der Planeten können Sie wie immer im Planetarium Hamburg und auf unserer Website erfahren oder herunterladen. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Graupel.